Hänzlers schnelle Nummer. Heute gibt es eine richtig schöne Hühnerbrühe. So wie man es früher gemacht hat bei Oma. Allerdings, wir machen wie bei der asiatischen Oma ein bisschen andere Sachen auch rein. Und vor allem jetzt in dieser Zeit, dunkle Jahreszeit, Erkältung. Überall sind Viren. Deswegen zeige ich euch jetzt, ne, wie ihr schön stramm euer Immunsystem stärken könnt mit einer geilen Hühnersuppe, die auch noch schmeckt. So. Entscheidend ist natürlich, ein anständiges Huhn zu haben. Ich habe jetzt hier ein schönes Maishuhn, gut genährt, gut gefüttert. Man sagt ja auch, altes Huhn gibt gute Suppe. Ne? Ich weiß nicht, wie alt dieses Huhn hier ist, aber alter Spruch von früher. Wichtig ist halt, ihr müsst euch ein gutes Huhn jetzt holen. Willst du eine gute Suppe, brauchst du ein gutes Huhn. Ganz einfache Gleichung. Und was auch ganz einfach ist, wenn man den Fokus auf die Brühe legen will, also ich mache jetzt ja nicht den Fokus, dass ich das Hühnerfleisch, das essen wir natürlich auch, aber ich will, dass die ganze Power in die Brühe, der ganze Geschmack, dann kalt ansetzen. Das ist wichtig. Deswegen jetzt hier Huhn rein. Dann kommt das Wasser. So. Ja, das passt. Jetzt dazu von vorne rein fetten Esslöffel Salz. Das ist ganz entscheidend. Und jetzt schon mal langsam den Topf. Gewürze, unter anderem die reinkommen, Sternanis, Zimt, schön hier Pfefferkörner, eine Chili, die wir einfach einmal anschneiden. So. Dann dazu ein bisschen Ingwer, mit Schale ruhig so ein paar grobe Scheiben, die mit reinkommen. Und dann haben wir hier noch eine Zwiebel, beziehungsweise wir gehen erstmal auf Zitronengras, das ist nämlich auch ganz geil. Wichtig beim Zitronengras, mit Messerrücken, schön ein bisschen anschlagen, ne? Damit der ganze Geschmack da richtig rauskommen kann. So. Komm, zweite noch hinterher. Ja. Vor allem hier unten anschlagen. Das riechst du auch sofort. Wenn du anschlägst, riechst du richtig hier ein geiles Aroma in der Bude. Und Zwiebel spicken. Man kann es auch so reinschmeißen, aber ich wollte es mal kurz zeigen. Wichtig hier unten die Wurzel ganz vorsichtig ein bisschen abschneiden, weil da meistens ein bisschen Sand dran ist. Was man dann macht, man kann hier eigentlich direkt die Nelke rein naschen. Was hat schon mal in irgendeinem Video? Oh Gott, tut ja richtig weh. Link, ich kann auch nichts mehr ab. Ich mache dir hier einen Schnitt. Und da steckt man dann sozusagen hier das Lorbeerblatt rein. Wichtig, Zwiebel mit Schale, weil wir auch ein bisschen Farbe an die Brühe kriegen wollen. Und die Schale verleiht der Brühe so ein bisschen eine schöne Farbe. Das alles plus eine angeschlagene Knoblauchzehe. Und wir machen später Shiitake-Pilze in die Brühe rein. Was ich jetzt aber schon gemacht habe, die Stiele abgeschnitten, weil die kannst du immer schlecht mitessen. Die geben wir jetzt aber schon in den Ansatz mit rein, weil die natürlich auch Power mit reingeben. Jetzt hier, Zwiebel, alles rein, einmal aufkochen lassen. So, wenn es einmal aufgekocht hat, gehen wir mit der Hitze ein bisschen runter. Aber jetzt hat sich hier so ein bisschen Schaum gebildet, der ganze Schmuh, ein bisschen rausgekocht. Und da sagt man so schön Fondpflege für. Jetzt hier ein bisschen degrassieren, das heißt, dass wir da oben diesen Schaum einfach ein bisschen abnehmen, dass unsere Brühe schön sauber bleibt. Die Trübstoffe raus sind. So, komm mal her, nicht so heiß. Hier einen Stiel wollen wir drin lassen. Einfach so, dass ihr diesen groben Schaum wegnimmt. Könnt auch mit dem Zeber machen, so oben drauf legen, das geht auch. Aber einmal schnell hier mit der Kelle. Und dann bei niedriger Hitze leicht köcheln lassen. Und das Gemüse, nicht, dass ihr euch wundert, wo ist denn das Gemüse, wo ist das Gemüse? Das kommt erst später, weil das wollen wir natürlich auch zum Schluss wieder aufschneiden und mitessen. Deswegen jetzt erstmal Fondpflege und dann in Ruhe köcheln lassen. Eine ganze Stunde hat unser Hühnchen hier rumgeköchelt und rumgesimmert. Man sieht auch geil, guck mal die Farbe. Schön vor den Stielen, die Schale von der Zwiebel hat ihre Arbeit getan. Jetzt kommt Gemüse dazu. Und zwar haben wir hier Knollensellerie, ein ordentliches Stück. So. Dann Karotte. Kommt dazu. Machen wir noch hier ein englisch Selleriestück und ein bisschen Lauch. Wollen auch halbieren oder im Ganzen lassen? Ich würde den Ganzen lassen, oder? Jo, finde ich auch. So, das legen wir jetzt mit dazu. So. Ja, mit da. Und was noch dazu kommt, wir sind ja ein bisschen in der asiatischen Küche jetzt zu Hause, ist erstmal noch die anderen Karotten und dann Shiitake-Pilze. Die Stiele hatten für den Geschmack, für die Farbe schon drin. Und jetzt hier die ganzen Shiitake-Pilze mit in die Brühe und das Ganze jetzt locker noch mal eine halbe Stunde köcheln lassen.
Halbe Stunde ist um. Das sieht richtig gut aus. Jetzt holen wir erstmal unser Hühnchen raus. So, ein bisschen den Sud auslaufen lassen. Komm mal her. Da sieht man auf jeden Fall schon, dass es gar ist. So, schön. Jetzt Sieb. Dann gießen wir jetzt vorsichtig die Suppe ab. So, in der Schüssel. Und das ganze Gemüse hinterher, die ganzen Gewürze, Kräuter. Mal abnehmen, damit man es auch so untersieht. Ah, guck mal hier. Da ist schön die Fettaugen, ne? Das will man haben. Und jetzt geht es darum, sich sozusagen das zuzubereiten und zu schneiden. Machen wir mal einen Teller. Ich mache jetzt mal ein so ein Tellerchen fertig, damit ihr ungefähr seht, was ich meine. Man nimmt sich jetzt hier aus dem Sieb ein bisschen das raus, was man will. Guck mal, so eine ganze Zwiebel, das brauchen wir nicht, sondern nimmt sich hier ein Stück Karotte, packen wir mal rüber. Ein bisschen Sellerie. Hier haben wir wunderbar den Shiitake-Pilz. Können auch ein bisschen Lauch oder ein bisschen Sellerie, hier ein bisschen Englisch-Sellerie noch. Messer. Und das ist einfach ein bisschen hier. Sieht man, flupp, schön gar. Als Suppeneinlage schneiden. Das Ganze hier, jetzt brauche ich nicht alles schneiden, ihr versteht, was ich meine. So, ich gebe das jetzt mal hier rein. In unseren kleinen Suppenteller. Denn den Pilz würde ich wirklich nur maximal einmal halbieren. Dann gucken wir mal hier, haben wir eine schöne Keule. Guck mal, die kannst du dann so locker. Jetzt halt sehr heiß. Man kann es natürlich, wenn es heiß ist, besonders gut runterholen. Das muss man auch sagen. Ein bisschen das Gelenk rausschieben. Das Fleisch hier reingeben. So, guck mal her. Alter, leck um mich, ist das heiß. Haut würde ich an der Stelle jetzt nicht essen. Wir wollen uns mal die Brust einmal kurz angucken. Komm, dann schneide ich einmal hier rein. So, seht ihr da, guck mal. Boah, geil, schön saftig. Deswegen, ey, kauf echt ein gutes Huhn. Das schmeckt ihr nachher zweimal raus. So, dann Kelle. Jetzt schön hier einmal durchrühren mit den Fettaugen. Die Suppe oben drauf, die hat natürlich jetzt auch eine ganz leichte, pikante Note durch den Ingwer und durch die Chili. Man könnte jetzt so ein bisschen frisch gehackte Petersilie drauf machen oder sowas, ne? Oder Koriander, wenn man möchte. Drauf. Löffel. Man könnte auch so eine Ingwerscheibe jetzt noch fein hacken, hier zum Beispiel auch, und auch mit reingeben, aber ich sag mal so, ne? Wir gucken mal. Oh. Heiß. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. In den kalten, dunklen Zeiten, die wir gerade haben, eine schöne, warme Hühnersuppe. Hier kommt die Einkaufsliste. Für unsere Hühnersuppe braucht ihr ein Maishuhn. Das hat ca. 1 Kilo gewogen, 2,5 Liter Wasser, Esslöffel Salz, Pfefferkörner, ungefähr 10 Stück, ein bisschen Zimtstange, Sternanis, 2 Nelken, 2 Lorbeerblätter, 2 Zwiebeln mit Schale, denkt daran, ein Stück Ingwer, eine Knoblauchzehe, 2 Stangen Zitronengras, eine Chilischote und hier geht's weiter mit 10 Shiitake-Pilzen, eine Karotte, ein Stück Sellerie, ein Staudensellerie oder 2 Stangen könnt ihr auch nehmen und eine Stange Lauch. Noch mehr Informationen über die schnelle Nummer und alles rund um die schnelle Nummer findet ihr auf hensler-schnelle-nummer.de. Viel Spaß!